Liebe Freunde von der Todeskapsel, wie hat die wieder geheißen? Tasco, Tarco, irgend sowas. Hä? Na, wie geht's euch jedenfalls? Geht's euch gut? Wieder mal super News aus der Schweiz. Ich könnte jeden Tag ein Video drehen über die Schweiz. Aber eben, das kommt halt davon, weil ich das immer noch ein bisschen beobachte aus der Ferne, was dort so los ist. Und dort ist jeden Tag etwas los. Wie bei euch in Deutschland ja auch. Habeck hat ja 700 Strafanzeigen rausgelassen gegen Personen, die scheinbar schlecht von ihm reden. Ach, ist die Welt nicht wunderbar und schön? Hä? Die können machen, was sie wollen mit uns und niemand darf etwas sagen. Das ist so das Grundsystem der heutigen Politik. Jedenfalls, was passiert in der Schweiz? Wir gehen mal zurück ein bisschen in die Zeit, also nicht so lange zurück in die Vergangenheit. Die haben ja diese Friedenskonferenz organisiert am Bürgerstock, könnt ihr euch erinnern, wo man proklamiert hat, den Frieden in der Welt, wie der Papst. Und am Schluss, was kam dabei raus? Mehr Geld für die Ukraine, mehr Waffen für die Ukraine, mehr Blut wird vergossen. Und das war's. Vom Frieden keine Spur. Und keine Rede auch davon. Gut, so, wenn jetzt ein Land oder eine Regierung sowas natürlich verkündet, dann meistens, weil die Menschen sind sehr vergesslich, meistens vergisst die Menschheit, was die eigentlich richtig angestellt haben, früher und jetzt auch, aktuell. Da gibt es auch verschiedene kürzliche Fälle, von Menschenhandel bis zu Missbrauch, bis zur Tötung jedenfalls. Schauen wir mal das Jahr 1926 an. 1926 startete die Schweiz eine Kampagne mit Pro Juventute. Das ist so eine, schon der Name ist ein volles Programm. He? Pro Juventute. Pro Jugend. Und das hat mit Jugend eigentlich wenig zu tun. Es hat eigentlich mehr zu tun mit Sklavenhandel, Menschenhandel, Missbrauch von Kindern und so weiter. Die Liste ist unendlich. Was ist passiert? 1926 startete eben Pro Juventute die Kampagne, jenische Kinder einzusammeln, von den Familien einzusammeln, wie Hunde, wie ja Straßenhunde. Und man hat sie dann in den Bauernhöfen, Schweizer Bauern, zur Verfügung gestellt, diese Kinder, wirklich zur Verfügung gestellt. Und die konnten mit den Kindern machen, was sie wollten. Also da gab es Fälle von eben Vergewaltigung, Sklavenhandel, Tötung, also wirklich das Brutalste vom Brutalsten. Und jetzt, wir reden ja vom Jahre 1926, wir wissen ja, dass in der Vergangenheit, in der Geschichte sehr viele schlimme Sachen passiert sind, wie jetzt dieser Krieg jetzt. Jedenfalls, also könnte man ja meinen, okay, 1926, das ging vielleicht ein paar Jährchen und das war's dann. Nee, das hat 50 Jahre gedauert, bis 1976. Und jetzt, 2024, wird das aufgearbeitet in einer Studie, die von einem Schweizer Historiker gemacht wird. Und dann wird das in der Herbstsession im Parlament dann besprochen, was dann diese Kinder, die meistens ja schon bereits gestorben sind oder nahe am Sterben sind, eine eventuelle Entschädigung erhalten von irgendwie 5 Franken oder 10 Franken wahrscheinlich, weil das ja so üblich ist in der Schweiz. Man hat ja etwas gemacht, etwas Gutes dann. So wird dann das verkauft vom Volk und das Volk applaudiert und glaubt das. Und jedenfalls 50 Jahre bis 1976, man muss das einmal vorstellen, wie lange das ist, wie lange das die walten und verwalten konnten und Kinder missbrauchen konnten in der Schweiz. Das ist also, da war nichts von Neutralität, Menschenrechte und was sie da alles reden, Frieden und ja, all diese Sachen, die gab es gar nicht in der Schweiz bis 1976.
Also, gab es schon. Aber man hat es einfach so schön geredet und hintendurch hat man eben das genaue Gegenteil gemacht, wie mit der Friedenskonferenz. Und jetzt eben, ich weiß nicht, was du dazu meinst oder ob du solche Fälle kennst. Ich kenne solche Fälle persönlich und darum mache ich auch das Video. Und ja, schauen wir mal in der Herbstsession, was da entschieden worden ist. Aber so wie ich vermuten kann, ja, wird das ein bisschen untergehen in der Gesellschaft. Gut, das war's. Ich könnte viel mehr erzählen, weil es gibt eine ganz lange Liste, die in den letzten paar Tagen rausgekommen sind. Aber ich kann das nicht in einem Video alles einpacken, weil mehr als 8 Sekunden können sich die Menschen heutzutage nicht mehr konzentrieren auf irgendetwas, scheinbar. Also, bis bald. Ciao.